Menschen und Tiere können ihr Verhalten steuern und an Veränderungen in ihrer Umgebung anpassen. Wir entwickeln ausgeklügelte Problemlösungsstrategien, planen unser Handeln und treffen Entscheidungen. Wir können uns in andere Menschen hineinversetzen, haben Aha-Erlebnisse und bewahren wichtige Informationen abrufbereit im Gedächtnis. Wie werden diese faszinierenden geistigen Fähigkeiten von unserem Gehirn, einem nur 1,4 Kilogramm schweren Organ mit Milliarden von Nervenzellen, gesteuert? Wie entsteht aus elektrophysiologischen und biochemischen Vorgängen an Synapsen und aus neuronalen Erregungsmustern Verhalten? Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Center for Behavioral Brain Sciences suchen Antworten auf diese Fragen. Ihre Faszination für die Erforschung des Gehirns brachte sie nach Magdeburg, wo sie in multidisziplinären Teams daran arbeiten, die Hirnmechanismen von Lernen, Gedächtnis, Bewegung oder Aufmerksamkeit aufzuklären. Unser Gehirn entwickelt sich in der gesamten Kindheit und Jugend. Wir wollen wissen, wie sich das auf das Verhalten und auf kognitive Funktionen auswirkt. Ganz besonders interessiert uns die Entwicklung von Aufmerksamkeit und wie sie von Emotion, Motivation, aber auch durch den Gebrauch von digitalen Medien beeinflusst wird. Zum Beispiel in einer Situation, in der Kinder bei den Hausaufgaben vom Klingeln eines Handys abgelenkt werden. In unseren Studien beobachten wir eine deutliche Entwicklung der Kontrolle von Aufmerksamkeit im Kindergartenalter. Die Kontrolle entwickelt sich auch im Grundschulalter noch erheblich weiter und ist selbst im Jugendalter noch nicht vollständig ausgereift. Wir möchten mit unserer Forschung beitragen, dass Kinder in optimalen Lernumgebungen aufwachsen können, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Unser Gehirn verändert sich stetig über die Lebensspanne. Gerade im Alltag können sogenannte neurodegenerative Erkrankungen dazu führen, dass sich unsere kognitiven Fähigkeiten wie die Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis und damit auch unser Verhalten verändern. In meiner Forschung untersuche ich, inwiefern diese Veränderungen bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose auftreten und mit der Integrität von Strukturen und Netzwerken im Gehirn zusammenhängen, die diese Prozesse steuern. Ein Ziel ist es dabei, den Krankheitsverlauf der Patienten anhand dieser Ergebnisse besser vorhersagen zu können. Mir geht es bei meiner Forschung besonders um die Interaktion von verschiedenen Hirnregionen. Ich untersuche vor allem die Wechselwirkung zwischen dem Hippocampus und dem Belohnungssystem des Gehirns. Der Hippocampus steuert, wie eingehende Sinneseindrücke verarbeitet und in andere Hirnregionen weitergeleitet werden. Ein als wichtig erachteter Reiz dominiert andere. Auch der Reiz, der eine Belohnung verspricht, wie der Duft frischer Brötchen am Morgen. Doch was gibt dem Reiz die Gewichtung, um im Gedächtnis zu bleiben? Der Botenstoff des Belohnungssystems Dopamin spielt wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Ungeklärt ist dabei die Frage, was passiert im neuronalen Netzwerk unter dem Einfluss von Dopamin? Wir untersuchen mittels MRT, wie Dopamin oder alterstypische Erkrankungen die Funktion und Interaktion des Hippocampus mit anderen Hirnregionen beeinflussen können. As we move through the world, we have constant incoming sensory information that guides our behavior. And this ongoing behavior then also influences further sensory processing. I'm interested in these interactions between sensory and motor systems in the brain and what happens when these neural circuits are altered, such as in neurodegenerative disorders like Parkinson's disease. So to investigate these dynamics, my lab uses two-photon imaging to directly visualize neuronal activity while mice are navigating through virtual reality environments. This provides a glimpse into how sensation and action are represented by individual neurons, and ultimately allows us to decipher how different brain systems communicate with each other in both health and during disease states. From mice to man, similar electrical brain activity can be observed across different behavioral states. Whether we sleep or try to remember where we parked the car, these voltage deflections mediate brain-wide coordination of information processing via neuronal synchronization. In our research group, we work with genetically engineered mice specifically designed to mimic the core features of neuropsychiatric disorders, such as autism.
I am particularly interested in the synaptic and cellular mechanisms underlying oscillopathies in these models. Our ultimate goal is to utilize these network oscillations as biomarkers and use them in novel treatment strategies for patients. The neural networks that support complex behavior are the ultimate product of connections between neurons, and this takes place at the synapse. I'm interested in synaptic proteins, which are the building blocks of the synapses. In my work, I use genetic and molecular tools to understand synaptic function and dynamics, how they work together to support behavior, and what happens when they do not function properly anymore, like in the case of Alzheimer's disease or schizophrenia. Moreover, by employing technologies at the interface of genetic engineering and neuroscience, I can map synaptic connections with great resolution and specificity. With the use of genetically modified animals, together with powerful artificial intelligence behavior analysis tools, I can dissect the building blocks of behavior and the relevance of different synaptic proteins to complex behaviors. Ich versuche zu verstehen, wie verschiedene Aufmerksamkeitsarten im menschlichen Gehirn repräsentiert sind, manipuliert werden können und mit unseren Sinnen interagieren. Dazu verwende ich verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel EEG und MRT. Zudem arbeite ich in der anwendungsorientierten Forschung und nutze meine und andere wissenschaftliche Erkenntnisse der Aufmerksamkeitsforschung, um computergestützte Sehhilfen für ältere Personen zu entwickeln. Wenn virtuelle Hinweisreize Sehbeeinträchtigung ausgleichen und unser Gehverhalten beeinflussen können, so wäre dies ein erster Schritt in eine sichere Zukunft im Alter. Je mehr Geheimnisse über die Funktionen des Gehirns aufgedeckt werden, umso besser verstehen wir, was uns so einzigartig macht. Mit jedem gelösten Rätsel tun sich wieder neue Rätsel auf. Wir bleiben neugierig.